So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei unserer Feed the Beast Tutorial-Reihe. Diesmal mit Solar Panels und dem Nevermore und meiner Wenigkeit im Neox. Hallo. So, wir wollen auch gar nicht groß Zeit verschwenden. Das letzte Mal haben wir Watermills gemacht. Wir haben Anfragen bekommen für ein Solar Panel Tutorial. Also haben wir gemacht ein Solar Panel Tutorial. Arbeiten dran. So. Ich fange mal an. Wir haben diesmal einen ziemlich komplexen Grundaufbau und deswegen werde ich die Rezepte jetzt in Ruhe durchgehen und das kann ziemlich lange dauern, hoffe ich nicht. So, Kupferkabel. Ziemlich basic. Ich sehe gerade, dass ich hier noch den Command-Block drin habe in meiner Auswahl. Einfach nur Kupfer, Ingots und Gummi zusammencraften. Dann Machine Blocks, die wir für die Generatoren brauchen. Einfach mit Refined Iron sowie einen normalen Ofen zusammencraften. Dann die Batterien, die ebenfalls für die Generatoren sind und für die Buttboxen. Ist jetzt eigentlich auch nichts groß Besonderes zu beachten. Redstone, Zinn und Kupfer. Dann halt die Generatoren, bestehend aus den Machine Blöcken, den RE-Batterien und den Furnace. Also den Öfen. Man kann allerdings auch hier dann Iron Furnace direkt nehmen, um sich die Machine Blocks zu sparen, weil es denselben Metallverbrauch hat. Dann die Electronic Circuits, die wir brauchen für die Solar Panels. Dann halt hier mit dem Kupferkabel, dem Redstone und dem Refined Iron. Dann die Solar Panels, die aus den Electronic Circuits, den Generatoren und Glas bestehen und dazu kommt noch Coal Dust, der aus Kohle im Macerator gewonnen wird. Dann haben wir hier das Gregtech Solar Panel. Ich habe jetzt hier zwei Sachen nicht drin, weil Gregtech hier in dem Direwolf 20 Pack tatsächlich nicht drin ist, aber ich wollte es euch trotzdem mitteilen, dass es ein Rezept gibt. Das besteht aus Glaspanels, also Glasplane, Carbon Plate und halt Electronic Circuits und Generatoren, aber hier kommen noch Silikon. Ampullen rein, so Silikonteile. Aber dazu den Link auf jeden Fall in der Beschreibung. Hier kommen dann die LV-Transformer für die LV-Solar Arrays, bestehend aus Oakwood Planks und Kupfer sowie Kupferkabel und dann halt die LV-Solar Arrays, die jeweils aus 8 Solar Panels und einem LV-Transformer bestehen. So, das wäre es eigentlich, was die Rezepte angeht und eigentlich auch so in der Reihenfolge dann durchzucraften, halt mal abgesehen von den Ressourcen, die man sich noch herstellen muss. Und damit gebe ich weiter an den Nevermore, was den Aufbau des Versuchs angeht. Den ersten Teil davon. Ja, und zwar haben wir jetzt als erstes hier einen Aufbau, wo wir mal 8 einzelne Panels und das erste Array, das auch aus 8 Panels besteht, da vergleichen wollen und noch ein paar andere Dinge, die zu beachten sind, daran erklären können. Gehen wir mal rüber. Und zwar haben wir jetzt hier. Muss man mal gucken, ob man das von unten dann sieht. An den Panels direkt noch jeweils statt die mit Kabeln zu verbinden, die direkt an Eingänge von der Buttbox dran gebaut. Die eine Buttbox geht dann in die andere, wo das Kabel rauskommt, rüber. Hat halt den Vorteil, dass wir dort, hier übrigens dasselbe. Das untere ist die Buttbox, da oben drauf steht das Array. Hat halt den Vorteil, dass die relativ niedrige Spannung von den Panels oder dem Array keinen Kabelweg noch dazwischen hat, der Verluste verursacht. Da hatten wir nämlich, als wir hier ein paar Testaufbauten gemacht haben, ein paar interessante Probleme, die wir gleich nochmal genauer zeigen können. Und haben festgestellt, dass das sehr, sehr viel mehr Energie bringt, wenn man das also tatsächlich hier direkt erstmal an eine Bedbox dranhängt und die dann verkabelt. Wir haben jetzt hier für den Aufbau nur auch nur Glaskabel genommen. Da muss man natürlich bedenken, dass da mit 32 EU pro Tick Kupferkabel fällig wird, mindestens. Ja, was den Verlust angeht von den Kabeln, haben wir also festgestellt, aus diesen Panels, bei dem LV-Array ist das jetzt nicht so schlimm, aber es hat auch Verluste. Aber bei den Panels ist es tatsächlich so, wenn man die jetzt einzeln mit
Also man kann die mit Zinnkabel anschließen, das geht. Aber wenn man sie jetzt angeschlossen hat mit Kupferkabel, dann da kommt ein EU pro Tick aus einem an so einem Panel raus und das Kupferkabel verliert ein EU pro Tick alle 5 Blocks. Das heißt, nach 5 Blocks Kupferkabel kommt da nichts mehr an. Da kann man dann also Bedbox oder sowas dran haben, wie man will. Das ist einfach weg, was die produziert haben. Ja, deshalb, wie gesagt, ist hier in dem Fall jetzt also dann zwischen den Panels und der ersten Bedbox überhaupt kein Kabel mehr. Damit haben wir dann den geringsten Verlust. Das ist auch bei Glaskabel noch ein Verlust. Der ist dann natürlich wesentlich geringer. Aber so kann man den halt komplett vermeiden. Ja, jetzt was man gleich für den Versuch nochmal beachten muss. Jetzt haben wir hier natürlich dadurch, dass jetzt hier die Bedboxen da dran stehen, hat natürlich den angenehmen Nebeneffekt, dass wir die Kapazität erhöhen. Wir haben jetzt ja auf der Seite hier haben wir 120 Kapazität und auf der Seite jetzt hier nur 80. Da könnte man natürlich auch einfach noch eine zweite Bedbox dazwischen hängen. Ja, noch eine zusätzliche, was dann die dritte wäre, mit der die davor steht. Hätte dann auch die 120. Der Hauptvorteil, wir vergleichen nochmal genau, wie schnell das lädt. Der Hauptvorteil, wie man jetzt vielleicht schon sieht, ist vor allen Dingen die Baugröße. Das Einzige, was das Array mehr kostet, haben wir ja vorne bei den Rezepten gesehen, ist der eine Transformator, den man braucht, um die Panels dazu zusammenzusetzen. Ja. Ja, Vergleich machen wir gleich. Zusammen mit dem anderen Aufbau, den wir da hinten noch haben. Genau. Ich Ja. wechsle dann mal rüber zu dem anderen Aufbau. Kurz noch angefügt hier, die Mice Fabricator sind natürlich nicht zwangsweise an den Aufbau anzubringen, sondern sind jetzt einfach nur wieder dafür da, um praktisch die Buttboxen dauerhaft leer zu halten. Kommen wir hier zu einem kleinen Testaufbau, was das Ganze angeht, inwiefern die Sache über Nacht läuft, weil die Solar Panels natürlich den Nachteil haben, dass sie nur tagsüber Energie produzieren. Und da wir beim letzten Mal schon hier einen kleinen Aufbau gemacht haben mit den Watermills, dachten wir, bauen wir darauf auf. Hier kann ich jetzt noch mal kurz zeigen, inwiefern das jetzt gemeint war mit dem Kupferkabel, weil hier runter sind es halt schon mal mehr als 5 Blöcke, hier ungefähr in der Mitte sind 5 Blöcke. Sprich, da wäre mit dem Kupferkabel jetzt tatsächlich dann schon Ende. Da müsste dann eine Buttbox sitzen, spätestens, und ansonsten wäre der Strom einfach weg. Dann wäre er dann einfach vorbei. Jetzt in dem Fall mit halt Zinnkabel, Ultra Low Current Cable, weil halt das hinhaut von EU pro Tick. Das fliegt uns auch nicht um die Ohren. Wenn das jetzt da oben LV Arrays wären, müsste wieder Kupferkabel genommen werden. Und hier unten in dem Aufbau befindet sich ein Macerator, der durch den Hopper dauerhaft mit Iron Ore versorgt wird, sowie der Electric Furnace, der mit Iron Dust versorgt wird und dann praktisch die Buttbox leer macht. Und wir wollen halt gucken, wie lang oder inwiefern können die Watermills in Kombination mit den Solar Panels das Ganze über die Nacht versorgen, ohne dass es ausfällt. Natürlich muss es zu beachten hier, dass das Ganze die ganze Zeit jetzt läuft. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in dem Stadium, wo man noch die Stromversorgung benutzt, dann in so einer Masse dort Iron Dust und Iron Ore dauerhaft einführt, anstatt es dir von Hand einzulegen, ist relativ gering, weil wenn man bei der Automatisierung ist, ist man eigentlich stromtechnisch schon weiter. Das wäre es eigentlich, was den Ja, Aufbau genau. angeht. Wenn der Nevermore nichts mehr hinzuzufügen hat. Nur, das ist halt wie gesagt einfach nur mal jetzt, um mal beispielsweise zu zeigen, wo man da so landet. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal hier vorne zu den Monitoren. Ich mag diese Monitore, möchte ich mal angemerkt haben. Ja, ich finde das auch, das ist irgendwie, das hat was. Ja. Vor allem für diese Aufbauten hier, um was zu zeigen, ist das echt toll. Ja. So, ja, der Nevermore wird jetzt nochmal kurz genau erklären, was wir jetzt hier gegeneinander laufen lassen. Und dann werden wir auch beginnen mit unserem Zeitraffer mal wieder. Ja, und zwar haben wir jetzt, wie gesagt, hier oben steht es ja dran. Wir haben einmal diese 8 Panels, die wir eben gesehen haben, und das Array. Wir haben jetzt hier die Energie, wird die Monitore zeigen nur die vorderste Bedbox an. Das heißt, die werden auch nur bis 40.000 laufen. Geht halt einfach nur darum, um die Geschwindigkeit jetzt zu vergleichen. Ja, und auf der anderen Seite, da, die ist jetzt im Moment voll. Wir fangen mit voll an.
und schauen, wie lange das hält, wie lange das diesen Betrieb mit den zwei Geräten da aufrechterhalten kann. Wir werden das Ganze bei Mittag starten, nicht wahr? Ja. Mittag. Und dann, wie gesagt, hauptsächlich ist erstmal jetzt dann interessant, wie schnell das hier auflädt. Denn tagsüber werden wir gleich auch sehen, müsste das eigentlich sich jetzt seit meinem letzten Versuch, das auszuprobieren, nichts geändert hat. Dass ich nicht irgendwas vergessen habe. Sollte das relativ lange tagsüber problemlos laufen. Und dann ist das hier jetzt links erst von mir aus gesehen links, von euch aus gesehen rechts, erstmal interessanter. Und danach, wenn es dann dunkel wird, gucken wir dann die andere Seite. Aber wir starten das gleichzeitig schon mal. Exakt. Somit Ja, haben wir noch was? nicht wirklich. Ich würde jetzt das Menü aufmachen und dann praktisch darauf achten, dass du die, wenn du die Hebel auflegst, umlegst, genau auf Mittag zu stellen dann. Und somit verabschieden wir uns jetzt erstmal in den Zeitraffer, oder? Ja. So, und da sind wir wieder aus dem Zeitraffer. Und jetzt sehen wir auch schon, dass hier die Buttboxen gleich schnell volllaufen die ganze Zeit. Der einzige, jetzt sind sie sogar perfekt gleichzeitig voll geworden. Der einzige Unterschied ist halt durch die Aktualisierung der Bildschirme. Da und der Buttboxen kann es dann halt zu Unterschieden kommen. Aber an sich ist beides gleich schnell. Und damit würde ich mein Fazit aussprechen für das LV-Array, einfach aufgrund der platzsparenden Sache. Und man kann es halt auch in demselben Layout aufbauen wie die Solar Panels. Ganz einfach. Ja, genau. Und der Transformer, den man dafür braucht, der ist ja jetzt nicht wirklich so teuer. Ein bisschen Kupfer, zwei Kabel und Holz. Ja, das ist es eigentlich. Jetzt kommen wir Ja. zum Wird es dann interessanteren Teil. langsam dunkel, wa? Ja. Wir sehen ja schon die ganze Zeit da, der Füllstand hält sich. Also unsere 12 Watermills und die zwei Solarpanels sind genau das für den einen Electric Furnace und den Macerator. Und dann wollen wir mal sehen, wenn es jetzt gleich dunkel wird, dann müsste es eigentlich abgehen und dann schauen wir mal, wie viel nach der Nacht übrig ist. Genau, also wir warten jetzt noch gerade, bis Den. praktisch Nacht wird und dann verabschieden wir uns auch mal in Ja, den dass die Zeitraffer. Zahl dann abstürzt. Ja, also das sollte sie zumindest. Wenn sie es überraschenderweise nicht tut, dann da passiert es doch schon. Doch, da geht's los. So, und dann sage ich mal, wir sehen uns wieder, wenn die Sonne wieder aufgeht. Ist es. So. Da haben wir es. Ja, da sind wir wieder aus dem Zeitraffer und da sehen wir jetzt praktisch das 23.000 ungefähr. Ja, ich glaube, so um die 23.000 waren das jetzt. Ja, Pi mal Daumen praktisch verbraucht werden über die Nacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit zwei zusätzlichen Solarpanels, ich will dafür meine Hand jetzt mal nicht ins Feuer legen, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber mit zwei oder drei zusätzlichen Solarpanels vermutlich schafft man es dann tatsächlich, die beiden Geräte 24/7 zu betreiben, mit den Watermills in Kombination. Möglichkeit besteht. Und vielleicht noch die ein oder andere Buttbox mehr da rein baut. Aber sonst, also das jetzt einfach mal grundlegend dazu gesagt. Ja, Sprich. das, wie gesagt, das dient ja jetzt nur dazu, mal so ungefähr so ein Gefühl zu kriegen. Man sieht ja auch, die 12 Watermills schaffen es nicht, das nachts am Laufen zu halten ohne Energieverlust. Und zwei einzelne Panels dazu machen das am Tag schon ausgeglichen. Also wahrscheinlich kann man
Ja, mit viel Storage. Also die andere Alternative dazu zur Energieversorgung in der Nacht wäre ja mehr Storage, damit es die Nacht hält, und dann mehr Solar Panels, damit es am Tag wieder voll lädt. Ja. Also sprich, Ja, eine zweite Nacht würde man nicht mehr ganz schaffen, aber wie gesagt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die vielleicht wirklich nicht 24/7 laufen, sondern so wie man gerade die Materialien da hat am Anfang, ist das auf jeden Fall, schon mal eine Stromversorgung, mit der man durchaus was anfangen kann. ja, mein Fazit zur Solarkraft wäre auch auf jeden Fall Punkt 1, Buttbox auf jeden Fall direkt an die Solarpanels und dann Kabelstrecke. Punkt 2, Storage. Gut Storage dahinter packen. Man hat jetzt gesehen, 8 Solarpanels schaffen 2 Buttboxen ungefähr am Tag, Pi mal Daumen gepeilt. Sprich, wenn Ach man so, ja, jetzt... genau. Wir hatten ja hier, wir haben mit mittags angefangen und abends, kurz bevor die Sonne wirklich untergegangen war, war das hier voll. Ja, somit schafft man ungefähr 2 Buttboxen am Tag. Wenn man jetzt halt 2, 3 LV-Arrays hat, oder 2 LV-Arrays hat, schafft man schon die 4 Buttboxen, die da überhaupt in dem linken Teil drin sind, voll zu machen. Und damit schafft man es dann auch definitiv, sich über die Nächte zu halten bei solchen Maschinen. Also das kriegt man dann hin. Ja, das wäre es eigentlich, was die Solarpanels angeht. Und wie immer, schreibt uns einfach in die Kommentare, was ihr als nächstes für ein Tutorial sehen wollt. Und wir werden uns dann dem annehmen. Und damit sage ich Ich Tschüss nehme und an, alles als Gute. nächstes werden wir dann die Nachtversorgung durch Watermills mal mit Geothermalenergie ersetzen. Wenn jetzt kein, ja, würde ich auch sagen, wenn jetzt kein dringender, extrem dringender Wunsch der Community auftaucht. Irgendwie, wenn alle nach was anderem brüllen. Aber ansonsten sage ich dann erstmal Ciao und wir sehen uns im nächsten Video. Und jetzt lasse ich den Nevermore noch Tschüss sagen. Tschüss.